Von Klima bis Schwein, nur noch Streitereien. Die Regierung, die kann sich wohl selbst einen Reim daraus machen, dass momentan nicht alles eitel Wonne ist und das Koalitionsklima beim ein oder anderen Punkt, der noch abgearbeitet wird oder auch nicht, der hängt diesbezüglich auch schief. Beim EU-Renaturierungsgesetz, da gibt es einmal mehr Einigkeit zur Uneinigkeit. Leonore Gewessler möchte ja ehebaldigst unterschreiben. Die Landeshauptleute, die blockieren, wollen dies nicht und auch die ÖVP möchte das nicht. Sollte Gewessler doch unterschreiben, dann droht ein Riesenkrach in der Koalition, aber da ist man sich auch noch nicht einig, wie man hier kommunikativ das Ganze auch angehen möchte. Nicht nur beim Thema Renaturierungsgesetz, da gibt es Uneinigkeit auch beim Thema Vollspaltenböden. Die EU hat ja hier auch eine Frist gesetzt, eine Übergangsfrist, nämlich bis 2040, ehe das Aus besiegelt sein soll. Der zuständige Minister für Tierschutz, nämlich Johannes Rauch von den Grünen, möchte das Jahr 2030 in Österreich erreichen. Der Bauernbund allerdings möchte hier 6 Jahre mehr Zeit und plädiert für 2036. Also auch hier Uneinigkeit. Die Arbeitsmarktreform, die hat man auch nicht durchgebracht und ein Klimaschutzgesetz, das lässt auch noch auf sich warten. Welche Schritte dann tatsächlich noch erfolgen werden und ob man sich schlussendlich einen positiven Reim daraus machen wird, das werden die kommenden Wochen, vor allem nach der EU-Wahl, zeigen.